figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah. Und was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und. Stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Plague Tale Requiem. Wow, Hugo, das ist ein Überfall. Du hast ihm aber nicht von deinem Traum du mich und nie. Allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da. Hugo, du sagst gar nichts. Los, Jess, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Oh Mann. Ja, im Übrigen habe ich Flintlock schon komplett jetzt aufgenommen. Ich fang dich. Hey, pass auf! Danke. Na gut. Wird eher ein Kurz-Let's Play, weil es nur insgesamt 9 Folgen hat. Wir sind schon bei Folge 5 bei Flintlock. Hey, also noch 4 Folgen. Mal, da unten. Mach doch mal langsamer! Der hier rennt so. Und die werden die Tage auch kommen langsam. Nach. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Dem anderen Let's Play. Enotria. Oh, so The viele. Last Song. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat, Angriff! Okay. Angriff! Wenn wir mehr ja, solange er Spaß hätten, hat. Hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh. Wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, was? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Aha. Dankeschön, mehr kann ich gar nicht herstellen. Wegen dem letzten Scheiß. Alter, mach mal. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Sammelgegenstände. Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Okay.
Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite an. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ich helfe dir, Amicia. Ha, sag, wenn du bereit bist. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Komm, na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Ja. Sei vorsichtig, ja? Ja. Um und die Sonne können sie nicht, ne? Muss ich wieder Tipps auf lang machen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir machen mal den. Die Rattenplage, ey. Kapitel 7 Verbrecher. Hugo und Amicia begaben sich auf die Suche nach der prophezeiten Insel. Allein ist die Grafschaft Provinz gejagt von den Truppen des Grafen. Oh, oh. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Ich helfe dir, Amicia. Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Komm, na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Psst. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer.
hier geht's okay. zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir nur Stresspegel. Das ist ja ganz scheiße. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Die Frage immer noch, wo wir lang müssen. Also da hinten können wir dann auch noch lang, ne? Ich hätte eine Idee, aber die muss erstmal klappen. Oh. Konzentrier dich! Verstanden. Hauptsache es funktioniert. Jetzt geht klar. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Wo? Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Oh wow. Schnell, hoch, sicher. Oh, Mann.
Ja, wow. Ja, ich hab's ganz falsch angestellt. Ich dachte, wenn ich sie kontrolliere, bin ich besser dran. Aber nein. Immerhin. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Diesmal ist er direkt mitgekommen. Sehr gut. Hoch, jetzt! Geht klar. Ja. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauch ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Schnell, hoch. Klar. So. Ich nicht. Habe ich einmal zu viel nachgeladen. Ab nach oben. Sicher. So. Jetzt ist dort das Licht noch. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst Leider du hier ja. bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Mal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Ihr seid also aus Guyen. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Oh Gott, wie das aussieht. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Das sieht aus wie bei einem Xenomorph. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Hier lang, glaube ich. Vorsicht!
Kann ich mal runter. Und bumm. Okay. Ja, was soll ich tun, Bro? Digga, was wollen die von mir? Weil wenn der da runterfällt. Vorsicht. Gefährlicher, aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sungris. Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Auf dein Zeichen. Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht... Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Ich schaff's nicht zu dir. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuche was anderes. Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ich überlasse es dir, Anno. Los. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen. Oh, welche Planke? Hoch, jetzt. Verstanden. Loslassen soll. Hey, lass gut sein. Los geht's. Lauf, Anno! Und wie ich laufe. Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenn ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie ein Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel?
Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Warte, ich weiß was. Schieß ein Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Okay. Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Beeilst du dich bitte? Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg! Ja, Kusch! Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls! Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Runter da! Los! Geht klar. Okay. Gut, dann an die Arbeit. Wie gesagt, werde die Werkzeuge komplett auf. Gut. Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Gerettet.
Nice. Ich komme nicht zurück. Alter, du willst mich gerade verarschen, dass das Ding nicht permanent brennt. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Hm. Oh wow. Hey, komm mit hoch. Ich versuch's. Ich schaff's jetzt nicht zu dir. Wurde auch Zeit. Was heißt hier wurde auch Zeit, Bro? Du hättest genug Zeit gehabt. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf einen Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Mhm. Digga, du willst mich gerade verarschen, dass da unten Ratten sind auf dem Ding. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf einen Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Digga. Ich krieg zu viel. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn
mir ein paar tote Schmuggler zurückbringen. Verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Ist da jemand? Sollte mich mal umsehen. Nein, nein, nein! Ja! Ui. So. Mhm. Ja, er ist auch da. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel, beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Ja. Was bewegt sich da? Sollte ich mir genauer ansehen. Er kommt her. So, jetzt machen wir hier wieder ein Licht. Digga. Ja.
ist da vorne was? Nee, wir sind falsch. Vorsicht, es geht runter. Ja. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist? Ach, wird schon alles gut. Hier entlang. Ich hoffe, dass alles gut wird. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Und wie kommt der da durch? Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein. Nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich es an der reicht. Hand. Angst. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht?
Das ist der Leuchtturm von Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Jetzt hast du's geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott! Gehört ganz dir, Anno. Endlich! Erledige ihn, Anno. Köpfen wir! Hey, stehen bleiben! Ja! Verlieren! Kabine, Frage! Hier sind Eindringlinge! Sie haben uns gesehen! Anno, schnapp ihn dir! Echt komisches Geräusch. Hier drüben! Erledige ihn, Anno! Ja! Nur du und ich! Dein Ende! Stehen bleiben! Die kennen Sie. Natürlich, sie macht Ihnen schon seit Jahren die Hölle heiß. Weil sie Feuer spuckt. Verlieren! Kabinenfrage! Diese Idioten müssen da drüben sein. Oh nein! Wo wollt ihr denn hin? Was jetzt, Amicia? Anno, schnapp ihn dir!
ihn, Anno. Ich bin immer kampfbereit. Eindringlinge, alle zu mir. Hier da. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Pech ist nur ein Boot. Es heißt Laraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Laraskas, lustiger Name. Gehen wir weiter. Sieht sicher aus. Ja, okay. Sicher genug. Da ist es, Amicia. Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Das war's dann für dich!
Der Graf braucht dich nicht lebend. Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Wieder bei Atem. Bereit zum Aufbruch. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Scheiß ab! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt. Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Ja, das wird wieder lustig. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wieder mit. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Denn das ist es, was wir aktivieren müssen. Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Übernimm du das, Anno. Einverstanden. Wir sind fast da. Bald sieht dein Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Ja. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heil- und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Aber sie wollte es gerade sagen.
Lucia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Oberdeck. Ich gehe nach Backbord. Na gut, ich zur anderen Seite. Auf dein Signal. Ach, hier. Ein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber was lass das los? Segel heil. Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna. Wir fahren nach Lacuna. Nehmen wir auch noch mit. Wie soll ich da hochkommen? Ah. Vielleicht muss ich auf dem Boot sein, aber... wollte ich eigentlich so machen. Jetzt wollen sie mich komplett verarschen. Ich hab dich ja. Nach Lacuna!
Das Meer ist so ruhig. Ja, und das Meer ist jetzt bis nächstes Mal wieder ruhig. Und dann geht's in Kapitel 8 ein Meer an Versprechen weiter, Freunde. Ich hoffe, dann seid ihr mit dabei. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding.